Die Entstehungsgeschichte der Mega Man-Serie ist ein faszinierendes Kapitel in der Welt der Videospiele, geprägt von kreativen Visionen, technischen Herausforderungen und einer Leidenschaft für Innovation. Die Serie, die erstmals 1987 von Capcom auf dem Nintendo Entertainment System veröffentlicht wurde, hat sich zu einer der ikonischsten und einflussreichsten in der Geschichte der Videospiele entwickelt. Doch bevor Mega Man oder in Japan bekannt als Rockman das Licht der Welt erblickte, gab es eine Reihe von Schlüsselpersonen und Inspirationen, die zur Geburt dieser legendären Serie beitrugen. Die kreativen Köpfe hinter Mega Man waren ein kleines, aber talentiertes Team bei Capcom, angeführt von Akira Kitamura. Kitamura, der als Director fungierte, brachte die ursprüngliche Idee und das Konzept für Mega Man ein, während die künstlerische Version von Keiichi Inafune kam, der damals noch ein junger und relativ unerfahrener Designer war. Inafune, oft fälschlicherweise als der Schöpfer der Serie bezeichnet, spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Charaktere und der Welt von Mega Man. Er entwarf die ikonische blaue Rüstung des Protagonisten und viele der unvergesslichen Robotermeister, die in den Spielen auftauchten. Die Inspiration für Mega Man kam aus verschiedenen Quellen. Kitamura und sein Team wollten ein Spiel schaffen, das sich von den damals dominierenden Action-Plattformern abhob. Eine der grundlegenden Ideen war die Fähigkeit von Mega Man, die Waffenmusik der Gegner aufzunehmen und zu nutzen. Ein Konzept, das von einer Transformation in der japanischen Animation zur Manga-Kultur inspiriert wurde. Diese Mechanik führte zu einem einzigartigen Gameplay-Element, das Strategie und Vorausplanung erforderte und den Spielern erlaubte, Level in einer nicht-linearen Reihenfolge zu erkunden. Ein weiterer Einfluss auf die Entstehung der Mega Man war das Bedürfnis, ein technisch fortschrittliches Spiel für das NES zu entwickeln, das die Fähigkeiten der Konsole voll ausschöpfte. Die Entwickler standen vor der Herausforderung, lebendige, detaillierte Grafiken und flüssige Animationen innerhalb der technischen Beschränkungen des NES zu erstellen. Trotz dieser Einschränkungen gelang es dem Team, eine visuell ansprechende und technisch beeindruckende Spielwelt zu schaffen, die bis heute Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert. Die Entwicklung von Mega Man war nicht ohne Schwierigkeiten. Das Projekt stand unter einem enormen Zeitdruck und litt unter begrenzten Ressourcen, da Capcom dem Team nur minimale Unterstützung bot. Das Spiel war ein Risiko für das Unternehmen, das damals noch nicht die gleiche Bekanntheit wie heute genoss. Trotz dieser Widrigkeiten blieb das Entwicklerteam seiner Vision treu und arbeitet unermüdlich daran, Mega Man zum Leben zu erwecken. Die Veröffentlichung von Mega Man 1987 markierte den Beginn einer Ära. Obwohl das erste Spiel nicht sofort ein kommerzieller Erfolg war, erkannten die Spieler und Kritiker schnell die Qualität und die Innovation, die es bot. Die Serie würde sich weiterentwickeln und expandieren mit zahlreichen Fortsetzungen, Spin-offs und Adaptionen in anderen Medien. Die Entstehungsgeschichte von Mega Man ist ein Zeugnis dafür, dass ein kleines Team mit einer großen Leidenschaft und Kreativität erreichen kann. Kitamura, Inafune und der Rest des Teams erschufen nicht nur ein Spiel, sondern legten den Grundstein für eine Serie, die die Landschaft der Videospiele für immer verändern sollte. Mega Man steht als Monument für die kreative Version der Schöpfer und bleibt ein bleibendes Vermächtnis in der Welt der Videospiele. Die Mega Man Serie auf dem NES ist eine der ikonischsten und einflussreichsten Videospielreihen, die je entwickelt wurden. Von ihrem Debüt im Jahr 1987 bis zum letzten Mega Man Titel Mega Man 6 im Jahr 1993 hat die Serie eine bemerkenswerte Evolution durchgemacht, sowohl in Bezug auf das Gameplay als auch auf die technische Umsetzung. Diese Evolution spiegelt nicht nur den Fortschritt in der Spielentwicklung dar, sondern auch die wachsende Komplexität der Erzählung und des Charakterdesigns, die Capcom in die Serie einfließen ließ. Der erste Mega Man Teil legte den Grundstein für das, was so ein Markenzeichen der Serie werden sollte. Ein anspruchsvolles Plattform-Gameplay, das Element der Waffenerlangung von besiegten Bossen und ein unverwechselbarer visueller Stil. Obwohl das erste Spiel für seine hohe Schwierigkeitsgrade bekannt war, wurde es für sein innovatives Gameplay und sein Design gelobt. Die Möglichkeit, die Reihenfolge der Levels zu wählen, bot den Spielern eine bis dahin unerreichte Freiheit und Flexibilität. Trotz eines mäßigen kommerziellen Erfolges bei der Veröffentlichung etablierte es eine solide Basis für zukünftige Titel. Mit Mega Man 2, veröffentlicht im Jahr 1988, erreichte die Serie einen Wendepunkt. Capcom erweiterte das Grundkonzept um zusätzliche Features, darunter die Einführung von Energietanks und ein verbessertes Waffensystem. Die Anzahl der Robotmaster wurde von 6 auf 8 erhöht, was die Spielvielfalt und den Wiederspielwert doch steigerte. Mega Man 2 gilt als aufgrund seiner ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, fesselnden Musik und seines Designs als einer der besten Titel der Serie und erfuhr sowohl kommerziell als auch kritisch großen Erfolg. Mega Man 3 erschien im Jahr 1990 und führte weitere Neuerungen ein, darunter ein Slide Move und Rush, den tollen Roboterhund, der Mega Man mit zusätzlichen Fähigkeiten unterstützt. Das Spiel baut auf der bestehenden Formel auf und verfeinert sie, indem es neue Gameplay-Elemente und eine tiefere Geschichte einführt, die die Beziehung zwischen Mega Man und seinem Bruder
Proto-Man erforschte. Die folgenden Spiele, Mega Man 4 bis 6, setzen diese Evolution fort, indem sie neue Mechaniken und Features einführten, wie den Charge Shot im Mega Man 4, das den Spielern ermöglichte, einen stärkeren Schuss aufzuladen. Jeder Titel brachte neue Charaktere, Gegner und Waffen, die das Universum von Mega Man erweiterten und die Serie frisch hielten. Trotz des wachsenden Wettbewerbs auf dem Spielemarkt blieben die NES-Titel von Mega Man bei Fans beliebt und wurden für ihre konstante Qualität und Innovation gelobt. Die NES-Spiele von Mega Man wurden im Laufe der Jahre für ihre herausfordernden Levels, eingängigen Soundtracks und ihr charakteristisches Artdesign gefeiert. Sie haben eine treue Fangemeinde aufgebaut und beeinflussten bis heute Spieleentwickler. Kritiker loben die Serie für ihre Kreativität und ihren Beitrag zur Videospielkultur. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mega Man-Serie auf dem NES eine beeindruckende Evolution durchgemacht hat, die sie zu einem festen Bestandteil der Videospielgeschichte gemacht hat. Von den bescheidenen Anfängen des ersten Spiels bis zu den komplexeren und technisch ausgefeilteren späteren Titeln spiegelt die Entwicklung der Serie die ständige Innovation und das Streben nach Perfektion wider, was Capcom charakterisiert. Die Mega Man-Spiele auf dem NES bleiben ein unvergessliches Erlebnis, das die Zeit überdauert hat und weiterhin Spieler auf der ganzen Welt begeistert. Die Mega Man-Serie hatte also das NES im Sturm erobert. Aber wie sah es mit seinem kleineren 8-Bit-Bruder aus, den Game Boy? Mega Man Dr. Wily's Revenge für den Game Boy war mein erstes Mega Man-Spiel und zeichnet sich durch eine klassische Capcom-Qualität aus. Die Story dreht sich um den bösen Dr. Wily, der zurückkehrt, um die Welt zu unterjochen, was Mega Man natürlich verhindern muss. Gameplay-technisch spielt es sich hier ein klassisches Oldschool-Action-Plattformer-Erlebnis, wobei einige modernere Bewegungsoptionen wie das Rutschen oder Aufladen des Schusses leider fehlen, was die Spieler auf den Grundlagen beschränkt. Trotz dieser Einschränkung bleibt das grundlegende Spielprinzip bestehen. Spieler können aus verschiedenen Levels auswählen und am Ende jeden Levels erwartet ein Robotermeister, dessen spezielle Fähigkeiten übernommen werden können. Diese Fähigkeiten sind gegen andere Bosse natürlich wieder besonders wirksam. Anfangs stehen 4 Levels zur Auswahl, deren Themengebiete sich an den entsprechenden Bossen orientieren. Nach dem Besiegen öffnet sich ein weiteres Level in Dr. Wily's Schloss. Obwohl viele der Gegner aus älteren Teilen bekannt sind, bleibt das Spielprinzip mit seinen Fallen und Gegnern herausfordernd. Der Schwierigkeitsgrad ist teilweise echt frustrierend, treibt aber auch zum Weitermachen an. Das Spiel ist keineswegs einfach, bleibt aber der Serie treu und bietet eine präzise Steuerung. Dank der Passwortfunktion muss das Spiel auch nicht an einem Durchgang beendet werden, was den Frust bei schwierigen Passagen durchaus mindert. Die Grafik ist für den Game Boy sehr gut gelungen, bietet abwechslungsreiche Levels und behält stets die Übersicht. Die Animationen sind ansehnlich und die Musik ist einfach fantastisch, einfach typisch für die Mega Man Serie und motiviert immer wieder zum Weitermachen. Die Soundeffekte sind ebenso gelungen. Zusammengefasst ist Mega Man Dr. Wily's Revenge auch noch heute sehr empfehlenswert. Es mag nicht die Bewegungsfreiheit moderner Titel bieten, spielt sich aber trotzdem angenehm knackig und die Levels sind nach wie vor herausfordernd. Das Spiel motiviert immer wieder zum Weitermachen. Mega Man 2 für den Game Boy, veröffentlicht von Capcom im Jahr 1992, steht symbolisch für die anhaltende Beliebtheit und Qualität der Mega Man Serie, die sich auf den Handheld erstreckte. Im Gegensatz zu den einfachen Port der NES-Version wurde Mega Man 2 speziell für den Game Boy entwickelt, was ihm eine einzigartige Position innerhalb der Serie verleiht. Die Handlung dreht sich wieder um Dr. Wily, der eine Zeitmaschine stiehlt, in die Zukunft flieht und die Robotermeister hinterlässt, um Mega Man aufzuhalten. Die Spieler müssen sich durch verschiedene Levels kämpfen, wobei das Kern-Gameplay klassische Mega Man Action bietet, einschließlich der Fähigkeit zu springen, zu schießen und über den Boden zu rutschen. Eine besondere Eigenschaft des Spiels ist Mega Mans Armkanone, die durch das Besiegen der Robotermeister wieder aufgerüstet werden kann, um verschiedene Spezialfähigkeiten zu erlangen. Diese Fähigkeit ist gegen bestimmte Bosse wieder natürlich besonders wirksam, was eine strategische Planung der Levelreihenfolge erfordert. Trotz der anfänglichen Enttäuschung über nur 4 zugängliche Levels verdoppelt sich die Anzahl der Level, sobald ihr die ersten 4 Bosse besiegt habt und was den Spielumfang natürlich durchaus erweitert. Einige Kritikpunkte richten sich gegen die einfacher empfundenen Schwierigkeitsgrade im Vergleich zu anderen Spielen der Serie. Dennoch bietet Mega Man 2 ein einsteigerfreundliches Erlebnis, das besonders für Neulinge in der Mega Man-Welt durchaus geeignet ist. Die grafische Darstellung und das Soundtrack sind für den Game Boy sehr gut gelungen, wobei die Level optisch abwechslungsreich gestaltet sind und die Musik und Soundeffekte den Mega Man-Charakter gut einfangen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mega Man 2 für den Game Boy auch heute noch einen soliden und unterhaltsamen Titel der Serie darstellt. Obwohl es einfacher ist, als seine Vorgänger sein mag, wird es so ein einzigartigen Gameplay, seine Anpassung speziell für den Game Boy und seine treue Umsetzung der Mega Man Formel geschätzt. Das Spiel ist eine empfehlenswerte Wahl für diejenigen, die einen leichteren Einstieg in die Mega Man Serie suchen oder sich einfach einen klassischen Plattformer auf den Game Boy genießen möchten. Musik.
Mega Man 3 für den Game Boy, veröffentlicht von Capcom 1993 in Deutschland und ein Jahr früher in den USA und Japan, natürlich der Ort wieder als Rockman World bekannt, ist ein weiterer Beweis für die hohe Qualität und den ausgezeichneten Gameplay, das die Capcom-Spiele der damaligen Zeit auszeichnete. Dieser Teil fügt dem klassischen Mega Man Gameplay, das durch seine konstante Basisformel charakterisiert ist, einige Neuerungen hinzu, ohne dabei den Kern des Spiels zu verändern. Eine dieser Neuerungen ist die Möglichkeit, die Standard-Armkanone in verschiedene Stufen aufzuladen, eine Mechanik, die bereits im Vorgänger eingeführt wurde. Obwohl das Spiel auf den ersten Blick mit nur 4 Bossen und deren Levels etwas beschränkt erscheint, bietet es nach dem Besiegen weitere Inhalte, darunter insgesamt 8 Bosse mit thematischen Leveln, sowie das Schloss natürlich von Dr. Wily, das fast zweimal in Erscheinung tritt. Dieses verleiht dem Spiel mehr Tiefe und Inhalt als zunächst angenommen. Die Level sind typisch für die Serie ausgezeichnet gestaltet und stellenweise herausfordernd. Besondere Elemente wie Kugeln, die das Licht aus den Bereichen absaugen, bei deren Zerstörung das Licht wieder zurückbringt, tragen zur Einzigartigkeit und zum Reiz des Spiels bei. Die Steuerung von Mega Man 3 ist natürlich präzise umgesetzt und ermöglicht ein reaktionsschnelles und fehlerfreies Spielerleben. Der Schwierigkeitsgrad ist, wie von der Serie zu erwarten ist, anspruchsvoll, was jedoch Geschmackssache ist und bei Fans der Serie auf Zustimmung trifft. Der Spielfortschritt wird durch ein Passwort-System gesichert, was den Spielern erlaubt, ihren Fortschritt nach dem Besiegen eines Bosses zu speichern. Auf der technischen Seite sticht Mega Man 3 durch seine ausgezeichnete Grafik hervor, die mit vielen animierten Elementen und großartig animierten Gegnern beeindruckt. Der Soundtrack ergänzt das visuelle Erlebnis perfekt und macht das Spiel zu einem der technisch anspruchsvollsten Titel für den Game Boy. Zusammenfassend bietet Mega Man 3 für den Game Boy auch heute noch ein hervorragendes Spielerlebnis. Im Vergleich zu seinen Vorgängern bringt es eine signifikante Verbesserung in Technik und Gameplay mit sich. Für Fans von guten Plattformern ist Mega Man 3 eine klare Empfehlung, das sowohl technisch als auch spielerisch überzeugt. Mega Man 4 für den Game Boy, entwickelt von Capcom und 1995 durch Laguna in Deutschland veröffentlicht, bildet eine erweiterte Fortsetzung des renommierten Mega Man Serie. Ursprünglich 2 Jahre früher in Japan und in den USA erschienen, trägt die japanische Ausgabe wieder mal den Namen Rockman World. Das Spiel fügt dem klassischen Mega Man Gameplay neue Elemente hinzu, insbesondere die P-Chips. Diese Chips, die während des Spiels gesammelt werden können, dienen als Währung für den Erwerb verschiedener Gegenstände im Labor von Dr. Light, was eine innovative, jedoch etwas begrenzt nutzbare Bereicherung darstellt. Das Gameplay behält viele der bekannten Mechaniken bei, führt jedoch eine signifikante Änderung ein. Ein Rückstoßeffekt beim Aufladen der Buster-Waffe zu maximaler Stärke, der insbesondere bei Sprungpassagen eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Die Struktur des Spiels bleibt mit 8 Robotermeistern und dem Endgegner Dr. Wily weitestgehend gleich, wobei der Spieler nach dem Besiegen eines Meisters des Waffe erhält, um andere Bosse zu bekämpfen. Die Story-Präsentation wurde im Vergleich zu den Vorgängern durchaus verbessert, indem regelmäßige Besuche bei Dr. Light zur Verbesserung der Fähigkeit integriert wurden, was dem Spielerlebnis eine stimmigere und abgerundete Note verleiht. Trotz dieser Neuerung bleibt das Spiel natürlich der Tradition der Serie treu, indem es eine herausfordernde Spielerfahrung bietet, die durch ein komplexes Passwortsystem zum Speichern des Fortschritts ergänzt wird. Die Grafik und der Sound von Mega Man 4 zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Qualität aus, die die Möglichkeiten des Game Boys voll ausschöpft. Besonders hervorzuheben sind die kreativen Effekte wie Regen und fließendes Wasser sowie die innovative Darstellung der Boss-Informationen, die anstelle von der traditionellen Porträtanordnung der Robotermeister in einem rotierenden Kreis auf einem Rasterpanel präsentiert wird. Die Musik, treu zum charakteristischen Stil der Serie, ergänzt das visuelle Erlebnis und trägt zur Atmosphäre des Spiels bei. Abschließend lässt sich sagen, dass Mega Man 4 trotz seiner Herausforderung und der Eingewöhnungszeit, die einige Gameplay-Elemente erfordern, eine gelungene Erweiterung der Mega Man-Serie darstellt. Die Einführung der P-Chips, die verbesserte Story-Präsentation und die hochwertige Grafik und natürlich Musik machen das Spiel zu einem runden und spannenden Erlebnis für Fans und Neuspieler gleichermaßen. Es bleibt ein anspruchsvolles Spiel, das jedoch durch seine Innovation und die sorgfältige Ausarbeitung von Details überzeugt und somit seinen Platz in der Reihe verdient hat. Mega Man 5 für den Game Boy, erschien 1996 in Deutschland und 2 Jahre früher in Japan und in den USA, stellt einen seltenen und heute besonders wertvollen Teil der berühmten Capcom-Serie dar.
Dieses Spiel, welches sich durch eine späte Veröffentlichung und hohe Sammlerwert auszeichnet, ist auch auf der virtuellen Konsole des 3DS sowie in der Mega Man Anniversary Collection auf den Game Boy Advance verfügbar. Mega Man 5 bleibt dem Gang-Gameplay der Serie natürlich treu und bringt gleichermaßen frische Elemente ein, die das Spielerlebnis bereichern. Im Mittelpunkt des Spiels stehen die sogenannten Star-Droids, eine Gruppe von Roboterbossen, die in beliebiger Reihenfolge bekämpft werden können. Jeder dieser Bosse bringt ein einzigartiges Level-Thema und eine spezielle Waffe mit, die dem Spieler nach dem Sieg übergeben wird. Diese Waffen sind gegen andere Bosse besonders wirksam, was eine strategische Vorgehensweise erfordert. Kennt ihr alles von den anderen Teilen. Eine bemerkenswerte Neuerung in Mega Man 5 ist die verbesserte Standardwaffe, die aufgeladen eine Bumerang-ähnliche Faust verschießt, mit der sogar Gegner und Gegenstände ergriffen werden können. Darüber hinaus wird das aus dem Vorgänger bekannte P-Chip-System nicht nur beibehalten, sondern auch weiter ausgebaut. Spieler können nun eine größere Vielfalt an sinnvolleren Power-Ups erwerben, indem sie die P-Chips in Dr. Lights Werkstatt gegen Upgrades eintauschen. Die Level zeichnen sich durch eine beeindruckende Gestaltung eine große Gegnervielfalt aus, die für die stetige Abwechslung und Herausforderungen sorgen. Die Entwickler haben es geschafft, eine Vielzahl von einzigartigen Gegnertypen mit spezifischen Bewegungs- und Angriffsmustern zu integrieren, was das Erkunden des Levels besonders spannend macht. Die Bosse sind kreativ gestaltet und erfordern durchdachte Strategien, um besiegt zu werden. Wie für die Serie üblich, ist der Schwierigkeitsgrad natürlich hoch, aber fair und der Spielfortschritt wird durch ein, auch wenn etwas umständlicheres, Passwortsystem gesichert. Auf technischer Ebene stellt Mega Man 5 das wohl beste Mega Man Spiel auf den Game Boy dar. Die Grafik ist außergewöhnlich detailreich und atmosphärisch, obwohl es systembedingt natürlich gelegentlich zu Slowdowns kommt. Die grafische Opulenz wird jedoch durch das besonders beeindruckende musikalische Untermalung ergänzt, was die immersive Spielerlebnis dann durchaus vervollständigt. Mega Man 5 beweist, dass auch den späten Einträge in die Serie noch bedeutende Innovationen und Verbesserungen bringen können. Die Einführung der neuen Waffe und die Erweiterung des P-Chip-Systems tragen wesentlich zur Spielqualität bei und machen Mega Man 5 zu einem herausragenden Vertreter der Reihe. Trotz der höheren Preise auf dem Sammlermarkt ist das Spiel für viele Fans und Kenner der Serie das Investment wert. Die gelungene Kombination aus herausforderndem Gameplay, kreativer Levelgestaltung, technischer Brillanz und der stetigen Einführung neuer Spielmechaniken macht Mega Man 5 zu einem unvergesslichen Erlebnis und dem Höhepunkt der Mega Man Spiele auf dem Game Boy. Die Mega Man Serie begleitet mit ihren vielen Teilen den Game Boy über eine lange Zeit und das sieht man auch im positiven Sinne. Während die Anfänger noch relativ einfach waren, werden die Spiele immer ausgefeilter und vor allem der technisch ein echter Maßstab geworden. Daher ist die Serie für mich das perfekte Abbild der Geschichte des Game Boy-Spiels im Allgemeinen. Da war es ja genauso. Am Anfang war alles relativ simpel und später wurde es immer komplexer und ausgefeilter.